Ich habe alle Hände voll zu tun. Hallo, liebe Deutschlernende, dies ist die Redewendung des Tages, alle Hände voll zu tun haben. Was bedeutet das? Dies ist meine Hand, ja, du kennst diese Vokabel bestimmt, das ist die Hand und ich habe eine rechte Hand und ich habe eine linke Hand und das sind schon alle meine Hände. Ich habe nur die zwei. Und wenn ich beide Hände voll habe, wenn ich alle Hände voll habe, dann heißt das, dass ich in beiden Händen etwas halte. Und da ich keine dritte Hand habe, kann ich auch nichts weiter tun. Ja, ich kann nicht ein drittes Objekt halten. Und deswegen sagt man im Deutschen, ich habe alle Hände voll zu tun, wenn man total beschäftigt ist. Ja? Ich bin total beschäftigt, ich habe keine Zeit, ich habe alle Hände voll zu tun. Ja? Ich bin nicht nur mit der rechten Hand beschäftigt, sondern auch mit der linken und ich habe keine weitere Hände und deswegen kann ich nichts mehr tun. Ich habe keine Zeit, ich habe alle Hände voll zu tun. Ich hoffe, du hast heute wieder etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.